Es war eigentlich nur so eine. Irgendwie Idee. Nein, boah, ich hasse die Spinnengegner in dem Spiel. Toll! Muss die so. Mach, stoß halt zu! Ah! Ich könnte durchdrehen. Warte mal. Komm jetzt bloß nicht zu. Warte mal. So, aus ist's mit dir. Die sind echt blöd zum Erledigen, die Spinnen. Gerade wenn man es vergleicht mit früheren Spielen. Mit Ocarina of Time zum Beispiel, mit den Skulltulas. Da waren die viel einfacher zu erledigen. So, einfach reinfliegen. Das war mal ein Vogel. Verbraucht ja auch, glaube ich, keine Ausdauer, wenn ich mit dem Haken dran hänge hier. Na toll. Blöd nur, dass ich nicht am Haken hänge. Komm, 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 komm. Ich hätte mich doch in eine andere Richtung bewegen sollen. Natürlich nicht wieder volle Ausdauer. Da drüben ins Feld rein. Komm, 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 komm. Ma. Schnell. Kletter. Boah. Aber mit dem letzten bisschen Ausdauer. Mit dem letzten bisschen. Mal, kann ich da auch mit der Bombe reinfliegen? Wenn der sich mal steuern lässt, vielleicht. So, im Eiltempo. Kann ich die so erledigen? Das ist das Wundermittel schlechthin. Mit der Bombe da reinfliegen. Es funktioniert wirklich. Ich werde jetzt nur noch so, nur noch das machen hier. Das ist die Lösung auf alle Probleme. Nein! Es ist schwierig, die da so von der Wand runter zu kriegen. Es ist nicht so leicht. Sollte eigentlich keiner mehr da sein, oder? Ah, warte mal, da ist sogar ein Seil. Ah, da haben die mich gestört dann. Dachte mir schon, das Feuer reicht ja gar nicht. Bis zu dem einen Ding rüber. Und konnte ich da nicht irgendwie schwingen? Eigentlich was? Ha! Geht doch. Und nochmal in die Richtung, bitte. Und pusten. Und einfach drauf vertrauen, dass ich da drüben lande. Ja, endlich geschafft. Und jetzt schnell die Abkürzung aufmachen. Bevor ich den Dreck nochmal machen muss. Und das Malbild hier ist mir jetzt mal egal. Könnte ich mir wahrscheinlich wieder ein klassisches, neumodisches Gemälde malen und dann Herzen rauskriegen. Oder ein Herz malen und dann Bomben rauskriegen. Ah, das ist mir jetzt egal. Ich will jetzt das Triforce-Fragment Nummer 1 haben. Bitte Siegebieter. Das Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Farore. Spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht.
Ich schlage vor, durch diese Tür zu gehen, um das heilige Wappen zu erreichen. Aber wo sind denn hier überall Truhen drin? In dem Raum. Toll! Okay, es gibt auch nur ein Schloss hier. In dem ganzen Gebiet. Aber irgendwie muss ich doch das dann noch rauskriegen, weil das ist ganz schlecht platziert. Da unten. Aber ich muss auf jeden Fall das Gebiet jetzt wieder umändern. Weil ich nämlich keinen Schlüssel habe. Irgendwas muss ich mir dann nochmal anschauen. Na, zumindest habe ich jetzt das eine Gebiet geschafft. Hat auch lange genug gedauert. Schauen wir noch ein bisschen. Dass man das da unten nicht bewegen kann, ist blöd. Also hier muss man ja eigentlich das drinnen lassen. Das passt ja. Aber man kriegt das da unten nicht raus. Dann ist die Lücke da unten und die kann man nicht füllen. Wie soll man denn das da rauskriegen? Mal. Nö. Es läuft immer aufs Gleiche hinaus. Da kann man nachdenken, so viel man will. Klar kann ich jetzt das Gebiet hier dranhängen und mir irgendwie den Weg basteln, aber das Teil müsste da oben hinkommen. Und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Ganz eigenartig. Und was sind die X'e da überhaupt? Das ist auch so ein bisschen fragwürdig. Da brauche ich den Schlüssel. Und der ist da. An die komme ich ja gar nicht dran. Ganz lustig, oder was? Soll ich denn an den Schlüssel überhaupt drankommen? Das geht ja gar nicht. Die Eingänge, die wollen immer nur in die eine Ecke zeigen. Den kriegt man aus der Ecke einfach nicht raus. Komisch. Schau mal, was bei dem X ist. Da irgendwas von Bedeutung ist. Speichern zwischendurch. So bitte speichern, ja. Nicht auf nach draußen drücken. Ein paar Pfeile, das ist doch mal was. Ah, das ist wieder so eine Zeitkugel. Dann melden ich die doch nochmal hier ab. Oder beziehungsweise leg sie da in die Ecke. Achso, komme ich doch nicht vorbei. Ich dachte, dann geht das die Gitter auf. Na dann. Keine Sorge. Die sind schon wieder weg. Brauche ich mich gar nicht um die kümmern. Ah, warte mal. Ah! Doch gar kein Schild ausgerüstet. Richtig ausrüsten. So, die kleinen. Ja, wenn da mal die kleinen anvisieren würde, wäre das deutlich einfacher. Komm. Erledigt. So, was ist da dahinter? Ein Schalter.
Das sah jetzt so aus, als könnte man ihn bewegen. Schauen wir mal, was da oben ist. Da muss ich den wahrscheinlich noch ein bisschen näher ranbringen. Dass ich da reinkomme. Was ist denn das? Okay. Ach so. Ah, da muss ich dann wahrscheinlich irgendwie eine Bombe runterrollen lassen oder sowas. Mal. Nehmen wir das mal einfach mal dahin. Reicht das für da oben? Für die Tür? Ah, da ist ein Schalter, okay. Geht wahrscheinlich da unten was auf. Dann kann ich da den Stein drauflegen, damit der Schalter aktiviert bleibt. Und dann werfe ich eine Bombe runter, die dann irgendwas aktiviert. So lautet die Theorie. Schauen, ob wir es in die Praxis umlegen können. Nein? Anscheinend nicht. Es geht auch wieder zu, wenn man das wegnimmt. Ach so, den kann den Stein darauf transportieren, so. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte, da müsste eine Bombe runterrollen lassen. Stattdessen kriege ich den Stein rauf. Einmal Zeitstein ausspucken, bitte. Danke. Okay, der ist schon aktiviert. Was haben wir denn hier? Ah, das ist so ein Pusteding. Ah, und da kann man auch nochmal verändern. Die Welt. Okay. Schauen wir mal. Mal schauen, was der Schalter bringt. Ah, der macht das Gitter auf. Muss auch wahrscheinlich den Zeitstein so durchtransportieren. Mit der Plattform. Vielleicht die weit genug wegtun, dass die das da drüben nicht aktiviert. Dass das Elektro-Tor nicht aktiviert wird. Puste. Wollen wir nochmal kurz überlegen, ist das eine gute Idee? Das sollte schon passen. Immer schön draufhalten. Ihr schafft das. Ja, ich weiß, dass das zugeht. Ah, und da oben ist jetzt was zum Abschießen. Damit geht wahrscheinlich das Gitter hier auf. Ah, ich bin so ein Genie. Und, ja, wunderbar. Wie berechenbar. War nur der eine blöde Raum vorhin. Nur weil ich die eine Idee nicht ganz ausgeführt habe. Ich hatte es schon so schön überlegt, aber ich habe es einfach nicht zu Ende gebracht. Ja, ist das doch so schön. Shit happens. Ich geh mal da rein. Schauen wir mal. Nein! Oder, toll. Hier werde ich noch fertig, bevor du wieder ausgeschalten wirst. Ich hab doch gelacht. Nein! Ah! Sollst schon in die Richtung fahren. Und den Turm aktivieren. Ich habe keine Furcht vor dir! Mir kannst du es nicht aufnehmen. Und einmal ausspucken, bitte. Das sieht so lustig aus. So ein Spender einfach. Und was mache ich jetzt mit dem? Aber mal, da oben war was.